Herr König, Roger Lewenz ist heute überraschend zurückgetreten. Hat Sie der heutige Schritt überrascht oder war er eher überfällig? Dieser Schritt hat vielleicht nicht so sehr überrascht. Es handelt sich ja hier um die Übernahme der politischen Verantwortung für die Flutkatastrophe. Und diese Katastrophe liegt ja jetzt schon eine Weile zurück. Und es hat sich ja in der Zwischenzeit auch ein Untersuchungsausschuss damit beschäftigt. Und deshalb ist es sicherlich jetzt nicht überraschend, dass dieser Rücktritt erfolgt. Hatte Roger Lewenz denn überhaupt andere Optionen zu diesem Zeitpunkt? Schließlich war ja auch diese deutliche Rückendeckung von Malu Dreyer jetzt in den letzten Tagen auch nicht mehr sonderlich spürbar. Ja, Herr Lewenz ist ja nicht jetzt nur einer von vielen Ministern, sondern ist ja eigentlich eine sehr zentrale Figur in der rheinland-pfälzischen SPD. Er ist ja der Parteivorsitzende und hat auch das zentrale Ministerium, das Innenministerium inne. Also von daher ist das natürlich auch verbunden mit der Glaubwürdigkeit, für die die gesamte Regierung steht. Schon vor einiger Zeit ist ja schon die grüne Umweltministerin, Frau Spiegel, zurückgetreten. Und nun haben wir es jetzt sozusagen mit einer Person zu tun, die an führender Stelle, wenn nicht sogar an erster Stelle, nach Malu Dreyer steht. Und das ist natürlich schon ein schweres Geschütz, was hier aufgefahren wird. Sie haben es gerade angesprochen, auch Anne Spiegel ist schon zurückgetreten im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe. Woran liegt das aber? Ist das dieses enorm große Thema Flutkatastrophe? Warum jetzt schon der zweite Politiker, hochrangige Politiker, seinen Hut genommen hat? Naja, man kann vielleicht ganz grob zwei Arten von Rücktrittsgründen für solche Positionen unterscheiden. Das eine sind persönliche Verfehlungen. Also in unserem Fall ist es ja häufiger vorgekommen, dass Plagiatsfälle entdeckt wurden und dann entsprechende Rücktritte durchgeführt wurden. Oder aber es handelt um die Frage, inwieweit übernehme ich die politische Verantwortung für eben zum Beispiel hier in dem Fall das Managen einer doch sehr, Krise, die ja zu mehr als 100 Toten geführt hat. Also wir reden ja hier nicht nur über Sachschäden oder Kapitalverfehlungen oder Plagiate, sondern wir reden ja hier wirklich über Menschenleben, die dadurch wahrscheinlich ausgeloschen wurden, dass man in der Krise nicht adäquat gehandelt hat. Die Nachfolgeregelung ist ja jetzt ein großes Fragezeichen auf jeden Fall. Haben Sie da schon eine Tendenz? Die Frage zum Umgang mit der Flut, das wird ja auch auf jeden Fall Lewenz Nachfolger beschäftigen. Naja, es geht ja hier in erster Linie um die Frage, ob die entsprechenden Stellen zum Zeitpunkt des Ausbruchs der Flut entsprechend informiert waren und darauf auch entsprechend reagiert haben. Und bestritten wurde ja anfänglich, dass man überhaupt diese Informationen in der Nacht bekommen hat, was ja jetzt zu widerlegt scheint. Ja, also nach Polizeiauskunft waren ja diese Berichte vorhanden und das wurde lange bestritten von Seiten des Ministers. Und hierfür, ob es jetzt in der Kommunikation, der Übermittlung der Bilder gelegen hat oder ob es zumindest auch im eigenen Verhalten gelegen hat, das bleibt zunächst mal offen. Aber letztlich muss man dafür die politische Verantwortung tragen. Dass dann der Neue, wahrscheinlich die Neue, eine andere Position einnehmen wird und versprechen wird, dass so etwas nicht vorkommt, ist eigentlich selbstverständlich. Alles klar. Professor Thomas König, vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön.